damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Die letzten Tage waren Sonne, jetzt ist wieder graues Wetter. Also wieder echt perfekt, um einen kleinen Clip zu drehen. Ja, scheiße. Aber gehen wir erstmal rein. Hier draußen ist es kalt. Oh, ein Paket für mich. Scheint nichts drin zu sein. Na, wollt ihr auch wissen, was jetzt hier drin ist in dem Paket? Ich weiß doch, ihr seid doch alle neugierig. Doch, es ist jetzt nichts Weltbewegendes. Schon mal eins vorweg. Auf alle Fälle habe ich mir nämlich ein paar Kopfhörer mir geholt. Ich muss auch dazu sagen, das sind jetzt keine High-End-Kopfhörer und auch nicht die neuesten auf dem Markt. Das sind, ja, 8-Euro-Teile. Und die haben auch kein Bluetooth an Bord, also sind auch keine Kopfhörer mit Noise Cancelling. Aber was soll man ja von 8 Euro schon erwarten? Und vor allem sind die Teile auch schon ein paar Jahre auf dem Markt. Doch ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Und diese Kopfhörer habe ich auch schon einmal hier. Doch ich denke mal auch, wenn dies jetzt hier keine High-End-Kopfhörer sind, können wir die ja mal gemeinsam aus der Verpackung holen. Und dann werde ich die euch mal ein bisschen genauer zeigen. Also die Kopfhörer sind von Panasonic. Mit dieser tollen Bezeichnung. RPHT 030. Und da oben steht's. Und das sind, sagen wir mal so, stinknormale Kopfhörer. Der Clou an den Kopfhörern ist hier in diesem Fall, dass sie abknickbar sind und man die gut, wenn man unterwegs ist, verstauen kann. Wir haben hier schönes weiches Schaumstoff. Allerdings ist hier alles aus Plastik und ja, es fühlt sich jetzt nicht hochwertig an. Allerdings kann ich sagen, dass hier der Sound mir ganz gut gefällt. Es geht mit Sicherheit besser, doch mir reicht der völlig aus. Ich bin wirklich zufrieden. Wie gesagt, ich habe die auch schon einmal, die Kopfhörer. Die sind jetzt hier an den Computer dran. Das sind die anderen. Die habe ich jetzt ungefähr 1,5 Jahre, damit ich den Kopfhörer jetzt nicht jedes Mal tauschen muss. Einmal vom Laptop zum Desktop-Computer und wieder zurück. Habe ich mir noch ein zweites Paar jetzt organisiert. Wie ihr hier an dem älteren schon seht, ja gut, hier zum Einstellen, das ist jetzt schon ziemlich locker geworden. Aber es passt noch, also es geht noch. Ansonsten funktionieren die noch einwandfrei. Wir haben hier einen 3,5 mm Klinkenstecker, einen abgewickelten, finde ich eigentlich auch nicht so schlecht. Wenn ich jetzt hier den Laptop zum Beispiel nehme und ich stecke jetzt die Kopfhörer dran, dann geht das Kabel jetzt nicht gerade und dann knickt das so, sondern ist gleich in der Position, ja, wo es eigentlich hin soll, quasi zu mir. Und das finde ich echt toll. Mehr gibt es jetzt zu den Panasonic Kopfhörern auch gar nicht zu sagen, weil ihr seht selbst, es sind, ja, ich sag's jetzt wieder, stinknormale Kopfhörer, wie man die von früher kennt. Also nichts mit hier Noise Cancelling und was weiß ich, HiFi 3D-Ton und was es heutzutage noch so gibt, wie kabellose Kopfhörer und so weiter und so fort. Jetzt wird sich wahrscheinlich der ein oder andere fragen, warum ich mir diese Kopfhörer zugelegt habe und nicht, ja, welche die besser sind, neuer, stylischer sind.
Es ist in meinem Fall ganz einfach. Ich mag einfach diese Kopfhörer, weil ich kann diese großen Kopfhörer, ja, die hier so einen Durchmesser von Ohrmuschel haben, sage ich jetzt, kann ich nicht aufsetzen. Ich habe, vielleicht sieht man das hier auch, abstehende Ohren, und dann drückt das da so drauf und ich kann damit nicht lange hören und das geht nicht. Und jetzt natürlich kann der Einwand kommen, dann hol dir doch In-Ear-Kopfhörer. Das mag ich genauso wenig, mir einen Kopfhörer ins Ohr zu stecken. Das ist wirklich nicht meins. Und es ist schon schwer, solche Kopfhörer überhaupt noch zu finden. Schön wäre es natürlich gewesen, wenn ich solche Kopfhörer mit Bluetooth bekommen hätte oder mit Wi-Fi-Funktion. Ich habe geguckt, ich habe aber nichts gefunden, wo die Kopfhörer ja so leicht sind und auch nicht eine wuchtige Ohrmuschel hat. Also wenn man die jetzt hier aufsetzt, die kann man echt bequem tragen. Es drückt nicht an den Ohren. Ja, deswegen bin ich auch mit diesen, ja, schon fast, wie kann man sagen, Oldtimer-Kopfhörer äußerst zufrieden. Und die, die auch diese Probleme haben wie ich, kann ich diese Kopfhörer nur empfehlen. Noch gibt's die, wer weiß wie lange noch. Und ja, mit dem Plastik hier, da muss man natürlich gucken, ne? Bei meinem alten Paar, wie gesagt, ist die eine Seite schon ausgebattelt und geht ganz leicht hoch und runter. Stört mich nicht, es passt immer noch. Und das Schöne ist, wie gesagt, wenn man unterwegs ist, da kann man auch so diese Kopfhörer einklappen, das Kabel schön umlegen und schön verstauen, fertig, passt. Vielleicht gibt es ja auch mal so filigrane Kopfhörer mit Wi-Fi-Funktion bzw. Bluetooth, also per Funk. Dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich diese dann in die Schublade tue und mir die anderen dann hole. Ist natürlich schön, wenn man kein Kabel hat, ne? Ich denke mal, man müsste das doch hinkriegen, in der heutigen Zeit auch so kleine filigrane Kopfhörer hinzukriegen per Funk, wo auch ein anständiger Akku drin ist, der nicht zu schwer ist, damit auch die Kopfhörer nicht so schwer werden und der so ein paar Stündchen hält. Ich meine, guckt euch mal die Smartwatches an, die sind ja auch nicht viel größer. Und was da für eine Technik drin ist. Vielleicht hat aber der ein oder andere mal von euch genau solche Kopfhörer gesehen, so leichte Kopfhörer mit nicht so großem Ohrmuschel, die sogar per Funk sind. Dann teilt es mir mal mit, schreibt es mir mal in die Kommentare, da kann ich mal nachgucken. Ja, das soll es jetzt auch mit diesem Oldschool-Technik-Video gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ihr dürft mich natürlich auch gerne abonnieren. Ist kostenlos. Und ich würde sagen, dann soll es das auch mit diesem Video hier gewesen sein. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video mit dabei seid. Und bis dahin sage ich, ciao Leute und macht's gut. Bye bye.